Hallo, hier ist Christoph für tablet.de und das ist ein Hands-on bzw. ein Vergleich mit dem Sony Xperia Z und dem HTC One. Das HTC One ist das erste Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 600 Prozessor mit dem ApiCore 8064T, während wir hier noch den alten Qualcomm Snapdragon S4 Pro haben, den ApiCore 8064, der aber auch schon sehr performant ist, allerdings der noch mal ein Stückchen schneller und sollte auch noch ein bisschen einfach ein Tick besser sein. Dann haben wir hier von der Oberfläche sehen wir einen klaren Unterschied zwischen der Bravia UI, die halt doch eher mehr ein bisschen Stock ist im Vergleich zu dieser eigenen Sense UI von Huawei, wo wir hier diesen Blinkfeed haben. Aber das erkläre ich euch dann auch später nochmal voll im Review bzw. auch ein bisschen im Hands-on. Aber von der Geschwindigkeit hier merkt man jetzt mal nicht unbedingt den großen Unterschied. Allerdings, was man sehr, sehr, sehr stark merkt, ist, dass das HTC One wesentlich besser in der Hand liegt. Das liegt jetzt nicht am größeren 5-Zoll Display, denn wir haben hier nur ein 4,7-Zoll Display mit einer Auflösung von 1920x1080, gleiche wie hier am Sony Xperia Z. Aber der Unterschied ist einfach das Gehäuse. Ihr seht hier, das HTC One ist hier am Rand nur 4 mm dünn, während der Sony Xperia Z gleichbleibend 7,9 mm dünn ist. Allerdings hat es hier relativ scharfe Kanten und der Sony Xperia Z wird nur oben in der Mitte ein bisschen dicker und liegt dadurch wesentlich besser in der Hand als wie hier der Sony Xperia Z. Und das ist sehr auffallend, da hier die Kanten wirklich scharf sind oder teilweise scharf sind. Ansonsten vom Display her, auch noch ein großer Unterschied ist einfach der Betrachtungswinkel. Wenn ihr euch das jetzt anseht, das ist ein sehr, sehr krasser Unterschied. Die sind einfach beim HTC One gleichbleibend und das Sony Xperia Z wird dunkler und dann nicht mehr so gut lesbar wie hier jetzt das HTC One. Trotzdem haben wir hier von der Kamera den Exmo RRS Sensor von Sony mit 13 Megapixel verglichen zu den 4 Megapixel oder 4 Ultra Pixel von HTC, die aber auch eine gute Fotoqualität liefern sollen. Das können wir aber euch erst beim finalen Produkt dann zeigen und im Test natürlich beantworten, wie gut die Fotos sind bzw. wer die besseren Fotos schießt. Mein Favorit ist bis jetzt immer das Sony Xperia Z gewesen, einfach wegen dem 5-Zoll Display und der guten Kamera, aber langsam schmeichelt mir das HTC One etwas mehr ein, denn es gibt noch andere besondere Features, wie zum Beispiel dieser Standby-Button, der eine Infrarot-Fernbedienung integriert hat und das Display ist einfach so viel besser, das ist SLCD3-Display und ein zusätzliches Feature ist auch noch hier der obere und untere Lautsprecher auf der Vorderseite, das Ganze nennt sich Boom Sound und das soll eine extrem gute Soundqualität bieten bzw. auch Lautstärke, denn hierzu sollen bis zu 96 Dezibel möglich sein. Und da haben wir das Problem beim Sony Xperia Z, dass der Lautsprecher hier unten verbaut ist und ich halte halt das Gerät ungefähr so in der Hand und dann wird halt der Lautsprecher verdeckt bzw. wenn ich das mit der rechten Hand halte, halte ich das so und dann ist natürlich die Soundqualität bei weitem nicht mehr so gut und da ist auch die Position sehr, sehr gut, vor allem weil den Sound direkt der User bekommt. Ja. Das ist mal ein kurzer Vergleich zwischen dem Sony Xperia Z und dem HTC One. Ich bin Christoph von tablet.de. Bis zum nächsten Mal.